Moin, herzlich willkommen zurück hier zum Landwirtschaftssimulator 2015 Let's Play. Das machen wir gerade. Wir sind auf dem Weg, Wasser zu unseren Masthähnchen zu bringen. Und mal zu gucken, ja, natürlich, dass wir die Masthähnchen schön produktiv kriegen, möglichst schnell auf Schlachtreife, so in Anführungsstrichen, Masthähnchen kriegen. Wir wollen die aber gar nicht schlachten, denn wir verfrachten dann einfach nur die Hähnchen rüber in die Eierlegestation. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch, dass der Tag langsamer hier. Also ich habe überlegt, ganz zu Anfang dieser Folge die Geschwindigkeit auf 15 zu stellen, damit wir die Nacht kriegen wir dann ein bisschen schneller rum. Wir haben jetzt nicht ganz so viele Nachtfolgen diesmal und praktisch eben auch die Produktion hier geht natürlich ein bisschen schneller von unseren Schweinen und unserer Wolle hier vorne zum Beispiel, von allem. Alles geht ein bisschen schneller. So. Ich besuche mal bei Tag nochmal. Stopp. Hier, Tank auffüllen. Da passt auch ein bisschen mehr Wasser rein. Das ist ganz praktisch. Dann müssen wir mit dem anderen, mit dem LKW nicht mehr ganz hier hin rüber eiern. Stehen lassen oder wollen wir gleich wieder für ein bisschen Ordnung sorgen? Apropos, ne, zweite Folge in der heutigen Aufnahme-Session. Ich sehe gerade, wie das Geld wächst. Wir sind schon fast bei 2 Millionen angekommen. Jetzt dadurch, dass die Zeit mal schneller läuft, können die Radlader auch ein bisschen schneller noch alles loswerden. Ja, natürlich unsere kleinen erdereifen Felder hier wieder drüben. Das ist natürlich immer blöd, ne, wenn man da wieder zurücksetzt von den Fruchtsorten her, dass die Felder wieder da sind. Naja. No. Einer unserer Radlader hat sich irgendwie gerade verheddert. Freuen wir uns gerade noch, dass wir so schön Geld verdienen. Und so schnell kann es dann zu Ende sein. Ja, mehr Fendt kaufen, da muss ich erstmal ordentlich einen Mod finden, mehr John Deere fahren. Ja, ich weiß gar nicht, wo steht denn eigentlich der John Deere rum, so zu den Kommentaren von letztem. Erstmal natürlich immer vielen Dank, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt. Freut mich, versuche ja auch darauf einzugehen, soweit möglich. Hängt er jetzt da fest oder was ist sein Problem? Ja, er hat sich irgendwie tatsächlich verkeilt. So. Okay, müssen wir erstmal. Erstmal so Abfahrer einstellen. Tippen wir hier mal schnell den Rest rein, zack, leer. Können wir nämlich hier wieder rüberfahren, dann kann da erstmal voll gemacht werden. Was brauchen wir nämlich hier noch? Silofutter könnten wir gut bei den Masthähnchen ein bisschen brauchen, damit die noch produktiver werden. Dann ganz so weit von hier ist es ja eigentlich gar nicht. Aber macht auch nicht wirklich viel Sinn. Ja, doch, war das richtig. Ich wollte über die Karte den hier auswählen. Irgendwo haben wir nur noch den Dolz auch stehen, ne? Wollen wir den denn eigentlich? Und jetzt natürlich auch hier, ne? Zurückgesetzt, die Bodenfrucht sozusagen. Das passt jetzt endlich hier. Sieht jetzt ein bisschen mehr nach dem Getreidelager aus. Den haben wir sogar hier direkt stehen lassen. Können wir denn, was haben wir denn eigentlich hier mehr? Ich würde sagen, wir haben deutlich mehr Gerste als Weizen. Dann sollten wir vielleicht auch die Tiere Füllung starten. Machen wir hier mal 100. Das ist gar nicht so übermäßig viel. Also Hopfen haben wir deutlich mehr am Start. Können wir da eigentlich noch einen ankoppeln? Eigentlich schon, oder?
Ja, würde gehen. So, einmal befüllen bitte. Dauert ganz schön lange. Das ist natürlich auch der größte Anhänger mit 70.000. So viel brauchen wir auch lange nicht bei unseren Hähnchen. Und den Eierlegehühnchen. Vielleicht ist es auch mal schön, das ganze Lager einfach mal voll zu machen. Da kann man auch immer auf große Nachfragen ganz praktisch reagieren und damit noch mehr Geld machen. Was wir natürlich zwingend brauchen. Aber aktuell stehen ja auch keine Großinvestitionen hier an. Also man kann gucken, ob wir unsere Photovoltaik noch mal ein bisschen ausbauen oder unser Windpark ausbauen. Ich weiß es noch nicht, wo rein wir investieren werden. Ich weiß auch ehrlich gar nicht genau, gibt man das drinne ab? Ich glaube nicht, oder? Also drinnen nimmt man auf jeden Fall die Hühnchen auf, so viel weiß ich. Das habe ich extra nochmal geguckt, weil ich das sonst auch nicht genau wusste. Ausklippen funktioniert doch, oder? Ja, schon voll. Hier ist überall was drin in den Schütten. Tröge, ja, sind voll. Da kann man noch irgendwas reinkippen. Ja, immer noch ein bisschen Gerste. Unsere Eierlegestation, dann haben wir da schon so gut wie alles, was wir brauchen. Stroh, Wasser, Gerste, nur die fertigen Hähnchen fehlen uns noch. Das ist noch ein bisschen blöd, weil wir den Transporter, den wir dafür brauchen, eigentlich aktuell mit Schweinen gerade befüllen. Aber ich fahre extra auch hinten rum rein, ist glaube ich ein bisschen einfacher. Sonst müssten wir hier drin drehen. Ist auch mit so einem Großanhänger echt ein bisschen blöd. Macht Sinn eher mit dem Kleinen, weil so viel Kapazität haben die eh nicht. Ich meine, die sind auf knapp 10.000 eingestellt. Damit so auskippen. Kurz. Ja, leider noch alles leer. Hier sieht es aber gut aus. Stroh 100%, Getreide 103%, Wasser 100% und Haferhühnchen fehlen noch. Eierpaletten und Mist produzieren die dann. Wir brauchen natürlich nur die Eierpaletten, also das Haarlicht wahrscheinlich kann es sein, dass da irgendwie Hühnchen steht, also dass vielleicht wirklich mit Hü geschrieben worden ist und dass er deswegen einen Fehler produziert, muss ich mir vielleicht nochmal angucken. So, was haben wir denn jetzt? 2:30 Uhr nachts. Und meine Überlegung ist natürlich jetzt, den Anhänger wieder voll zu machen, die letzten 10%, die hier fehlen von der Gerste, und den anderen Anhänger, der da rumsteht, den wir jetzt mit dem blauen Traktor dran haben, hier hinten noch mit dran zu koppeln und den dann zum Beispiel noch mit Weizen zu befüllen. Da müssen wir nachher nicht so häufig zwischenfahren, wenn wir die Bierbrauerei auffüllen. Das wäre ja natürlich von Vorteil. Sparen wir uns ein paar Fahrten. Das Ganze nur eben ein bisschen zurechtfahren, damit wir nicht ganz so viel hin und her stollern. Gleich beim Anhänger ankoppeln, bringen wir den hier erstmal schön auf Linie, springen mal raus aus dem Traktor, holen uns den erst, fahren den Anhänger passend dahinter, ist auch nur der kleinere. Weiß ich nicht. Müssen wir gucken, ob er anzukoppeln funktioniert oder nicht. So, schön gelenkig der Kleine. Also gleich weg mit dir erstmal. Hier zur Seite. Toll, jetzt hängen wir an der Wand.
Abkoppeln. Ankoppeln. Funktioniert, passt. Befüllen wir unser kleinen Train hier, Road Train, doppelter langer Anhänger. Aber für die Überführung hier genial und auch Hopfen können wir dann gleich, wenn wir das Getreide weggefahren haben, holen wir so eine doppelte Ladung Hopfen. Hier Befüllung starten. Ich bin jetzt gespannt gleich, da der andere Anhänger leer ist, hoffe ich auch, dass er uns nochmal fragt, was wir befüllen wollen und nicht, dass er automatisch wieder das gleiche befüllt. Na, er funktioniert. Und zwar Weizen, ein Anhänger voll Weizen. So viel haben wir gar nicht, ne? Wenn ich jetzt mal so überlege. Wir wollen ja einen ordentlichen Haufen Bier produzieren. Stadion braucht Bier. Und unser Bier können wir auch in den Supermärkten verkaufen. Je nachdem, wie man möchte. Oder wer gerade vielleicht eine große Nachfrage bietet. Oder wer gerade ein paar Euros mehr bietet. Das kann natürlich jeder selber gucken. Möglichkeiten genug. Ein bisschen Licht, aber Licht hilft nicht. So wirklich 3 Uhr gleich 3:30. Also es ist gut, weil wir haben die Zeit, wie gesagt, verdreifacht. Jetzt wir stehen gerade auf 15er Geschwindigkeit in der Nacht. Wäre es aber dann, sobald es hell wird und die Bierbrauerei ihre Pforten für uns öffnet, auch wieder erstmal auf 5 schalten. So, und dann gibt es natürlich noch ein Riesenprojekt, was ansteht, was ich auch gerne echt noch durchziehen möchte. Die Insel. Die Insel oben links habe ich noch nie geerntet. Noch nie gesät, ja, gar nichts damit gemacht. Das heißt, wir werden eine Saatflotte wieder herstellen müssen. Am besten natürlich gleich 3 Traktoren oder so, ich weiß es nicht, oder 4. Ist ein bisschen weit weg das Ganze. Da müssen wir auch auf jeden Fall mit guten Kursplay-Routen nachher arbeiten. Damit wir es noch einmal selber sozusagen zur Insel fahren und die alle anderen nachher selber hinterherkommen. Die Saattechnik. Seemaschinen selbst haben wir eigentlich genug. Jede Seemaschine kann durch diesen Mod ja auch alles sehen, also ist egal. Wird ganz schön Schlangenlinie nehmen wie der Anhänger. Die Anhänger. Nicht. Denn schon wieder Brot parat. Sieht so aus. Eine dicke Ladung hat man ja auch schon mal verkauft. Es haben auch viele Leute gefragt, wie man auf die Insel kommt oben links. Einige von euch wissen es natürlich, andere vielleicht nicht. Man kann die Brücke dicht schütten mit Kies und dann kommt man natürlich auch ohne Probleme dort rein. So, wir kommen aber, haben wieder Probleme hier reinzukommen, weil es immer noch mitten in der Nacht ist, wir hier nichts machen können, was ein bisschen blöd gerade ist, müssen wir warten. Wir brauchen aber nachher für die Seifenherstellung, wir haben ja Schlachttierschweine, aktuell 10. Ich möchte aber gerne noch ein paar mehr hier rauf. Der Anhänger soll schon ein bisschen voll werden. Vorher bringen wir die nicht weg. 11, 12, 13. Ja, 13 ist, wo man noch nicht mal die erste Etage hier ist belegt. 36% gefüllt. Also warten das Ganze noch ein bisschen ab. Gibt uns die Gelegenheit. Hier brauchen wir noch irgendeine Ladung Holz haben. Hier haben wir, hatten wir den automatischen Sammelanhänger. Fahren wir mal ein bisschen raus hier aus dem Wald. Der ist ja leider wieder nachgewachsen. Also solange nicht gearbeitet haben hier im Wald, ist alles wieder nachgewachsen. Ist das der richtige Sammelwagen eigentlich, den wir hier haben? Oder ist das der eine vom LKW, den wir eigentlich gar nicht mehr brauchen, weil wir diesen praktischen automatischen Sammelwagen irgendwo stehen haben? Das ist er doch, ne? Ich muss nur gucken, weil wenn wir jetzt mit dem Traktor hier ganz hineiern, und dass der Anhänger nicht ist, wäre es natürlich ein bisschen blöd. Ja, das sieht gut aus.
Da müssten wir dann mal hier einen Traktor abziehen. Und da ja einige von euch gerne mehr Fendt oder mehr Deutz sehen wollten, hier mehr Fendt oder John Deere, fahren wir mal heute ein bisschen John Deere. Der steht sowieso hier nur nutzlos gerade neben. Hier arbeitet noch schön, das ist hervorragend. Hier kümmern wir uns um andere Sachen. Wir fahren hier am besten über das Feld, das ist der kürzeste Weg. Ich finde dann immer so eine ewig lange Anzeige. Das nervt dann immer und merkt man immer, dass dieses Feld links mal irgendwie weg muss. Ich würde dann sagen, in der nächsten Folge wird es endlich wieder Tag. Denn für die heutige Folge war es das. Eine Nachtfolge. Ja. Ein paar Nachtminuten wird es noch in der nächsten Folge geben, aber dann haben wir Tag. Dann öffnet die Brauerei für uns ihre Pforten. Und wir werden eben weitersehen, dass wir hier noch auch unsere Holzindustrie nochmal wieder zum Laufen bekommen. Denn auch da müssten jetzt zum Beispiel die Holzkohlepaletten deutlich besser sein. Da war noch ein Fehler in der Kollision, der ist behoben. Der Fehler kam auch nicht durch mich, der war im Mod generell schon mit drin, den ich runtergeladen habe und hier auf der Map eingebaut habe. Aber das ist jetzt auch korrigiert. Ich würde sagen, ne, ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar, ein Like und so hinterlässt, wenn ihr mich aktiv unterstützt und dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Bis dahin und tschüss.